Hey Leute, die Mandalorianer sind in der Galaxis bekannt als die besten Krieger und Kopfgeldjäger. Doch wusstet ihr, dass sie schon mal einen Krieg angezettelt haben? Heute geht es um die Mandalorianischen Kriege aus Legends. Die Mandalorianischen Kriege begannen 3976 Jahre vor der Schlacht von Yavin mit dem Völkermord von Katar durch die Mandalorianer. Sie dauerten ganze 16 Jahre an, bis die Republik schließlich gewonnen hat. Die Mandalorianer starteten 3995 Jahre vor der Schlacht von Yavin Kreuzzüge, bei denen sie nach und nach mehrere Welten im äußeren Rand einnahmen. Hierbei achteten sie darauf, dass diese Welten nicht zur Republik gehörten. Man will ja keine unnötigen Schwierigkeiten haben. Ihr Territorium wurde so groß, dass sogar der Huttenraum dagegen klein aussah. Ihre Kreuzzüge wurden nun auch von der Republik bemerkt, sie griff aber nicht ein, unter anderem weil der Jedi-Rat sich heraushalten wollte. Das ließ die Mandalorianer immer offensiver vorgehen. Sie bombardierten Städte voll von Zivilisten, meist sogar mit Massenvernichtungswaffen, bis es eines Tages genug war. Die Mandalorianer wollten die Republik zum Eingreifen zwingen, weshalb ihr wichtigster Stratege Cassis Fett vorschlug, den Planeten Katar anzugreifen, und zwar aufs Brutalste. Dieser Angriff ging in die Geschichte ein als der Völkermord von Katar. Die Republik wollte nun eingreifen, doch der Jedi-Orden wollte sich immer noch zurückhalten. Natürlich gab es Jedi, die nicht mit dem Vorgehen des Rates einverstanden waren, darunter auch Revan und Malak. Sie sammelten Kämpfer um sich und widersetzten sich den Entscheidungen des Rates, indem sie viele Angriffe auf die Mandalorianer starteten. Wegen seinem taktischen Geschick respektierten die Mandalorianer Revan. Die Galaxis befand sich nun in einem Krieg von riesigem Ausmaß. Revan und seine Krieger drängten die Mandalorianer immer weiter zurück, bis die Mandalorianer in der Schlacht von Malachor 5 zerschlagen wurden und Revan Mandalore den Ultimativen im Zweikampf tötete. Nach dieser verheerenden Schlacht besaßen die Mandalorianer so gut wie keine Flotte mehr, weshalb sie kapitulierten. Nach dem Ende des Krieges verstreuten sich die Mandalorianer in der ganzen Galaxis. Einige kehrten zurück nach Mandalore, andere suchten sich neue Aufgaben jenseits des Krieges als Söldner oder Kopfgeldjäger. Revan und Malak liefen jedoch zur dunklen Seite der Macht über und stürzten die Republik in den nächsten Krieg, den wir uns aber für ein andermal aufheben. Das war einer der größten Kriege, den die Mandalorianer geführt haben. Schon krass, dass sie so viel von der Galaxis einnehmen konnten. Aber bedenkt, diese Story existiert nur in Legends, nicht im Kanon. Trotzdem ist sie ziemlich cool. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.